Moin Leute, heute wird diese M4 angemalt. Bugatti Nova, das ist die SAEG von einem Kumpel. Der hat mich gebeten, das Ding anzumalen und jetzt legen wir los. Zum Ansprühen brauche ich ein paar Sichten. Also ich möchte ganz gerne einen Used Look haben und deswegen habe ich einen ollen Schwamm, damit ich ein bisschen Farbe wegwischen kann. Klopapier, damit ich Farbe wegwischen kann. Reinigungsbenzin oder Brennspiritus, damit ich Farbe wegwischen kann. Und ich habe hier drei verschiedene Farben. Braun, sandfarbend, so RAL 8000 irgendwas und NATO Oliv. Die müssen natürlich vorm Sprühen ordentlich geschüttelt werden. Wichtig, dass das, was ihr lackieren wollt, auch sauber ist. Fettfrei, staubfrei, bla bla bla. Und alles das, wo keine Farbe ran soll, vorher abtapen. Das habe ich schon mal gemacht. Ich schnapp mir mal kurz die Kamera oder versuche euch das mal zu zeigen. So, einmal hier das Gewinde von dem Tracer, also da, wo der Mündungsfeuerdämpfer raufkommt. Da, hier steckt ein Ohrproppen drinne, hier diese gelben Schaumstoffdinger, die es überall gibt. Ne? Einmal vorne in das Rohr rein, Tape drum, fertig. Dann habe ich den Trigger abgeklebt. Ich habe hier unten die Lüftungsschlitze von dem Motor zugeklebt. Da tupfe ich nachher Farbe drauf. Und hier die Eingänge zum Gehäuse habe ich auch abgetaped. Ganz wichtig, unter dem Stückchen Tape befindet sich das F im Fünfeck. Das muss auf jeden Fall nachher wieder zu sehen sein. Die ganzen anderen Markierungen werden mehr oder weniger verschwinden. Ich werde es alles nachher noch mal ein bisschen abwischen. Und ich merke schon wieder, dass ich hier auf den Monitor und nicht in die Linse gucke. Vielleicht mache ich den Monitor gleich aus. Auf jeden Fall, hier Schulterstütze maximal ausgefahren. Ich weiß nicht, wie lange er das nachher haben will. Dann hat er hier überall Farbe drauf. Staubschutzklappe, von außen kriegt ein bisschen Farbe. Von innen kriegt die auch ein bisschen Farbe. Hier drinnen, das habe ich ordentlich abgetaped, damit da keine Farbe drauf kommt. Klack. Ja, und dann kann es schon losgehen. Schutzzeugs, wenn ihr in einem geschlossenen Raum lackieren wollt, Maske. Geile Sache. Ich habe hier die Tür auf, ich habe das Fenster auf. Das passt schon. Ich wollte es eigentlich draußen machen, draußen regnet es, jetzt mache ich es halt drinnen. Die Farbdosen vorher ordentlich sprühen. Ich hole mir gleich noch Handschuhe und dann haben wir noch ein bisschen Deko-Kram, weil die ganze Maschine hier wird nicht einfarbig, sondern so ein bisschen der Umgebung des Spielfeldes entsprechend angepasst. Das heißt, wir sind hier in der Nähe, wo wir am meisten spielen, ist eine verlassene Schule, ist ein CQB-Gelände, also wird da nicht so viel Grün drinne sein. Wir sind aber auch ab und zu mal draußen, so dass ein bisschen Grün reinkommt. Was trägt er dann? Flecktarn, also von der Warte her, fünf Farben Flecktarn, das Deutsche. Da macht ein bisschen Grün schon Sinn. Aber ansonsten werden wir einfach loslegen. Ich mache jetzt nochmal auf Pause. Mache ich auf Pause? Nein, ich mache nicht auf Pause. Ich versuche einfach nicht auf den Monitor zu gucken. Ich mache da Tape drüber. Ich mache da ein Stückchen Tape drüber, dann gucke ich nicht immer auf den Monitor. Tape, Tape, Tape. Ach so, zum Abtapen. Storch, keine Ahnung. Irgendein Tape. Es ist nicht das Malerkrepp. Das hat eine glatte Oberfläche. Das habe ich genommen, weil man es leichter wieder abkriegt. Schneide ich raus. Das ist natürlich total toll, dass ich hier so eine Mütze auf habe. Ne? Und man sieht mein Gesicht gar nicht, man sieht nur die Mütze. Aber dafür ist das Licht gut. Was haben wir denn? Mitte Februar. Wir haben jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, 10 Grad drinne. 20 Grad wären besser. 10 Grad ist okay. Was wollte ich machen? Ach, den Monitor abtapen. So, dann kann ich zwischendurch das Tape noch immer mal abnehmen, um nachzugucken, ob das alles passt. So, ich hole mir kurz Handschuhe. Das saut hier gleich ein bisschen rum. Und dann fangen wir mit... Boah, ist schon ein bisschen leer. Der Trend geht zur Zweitdose. Die stelle ich mir hier auf Standby. Die stelle ich an, die stelle ich hin. So, und die werde ich jetzt schon mal schütteln. Und ich werde mir schnell Handschuhe holen. Gut, dass ihr das nicht seht. Einfache Handschuhe.
aus dem, keine Ahnung, medizinischen Bereich, Hygiene, Dingsbums, könnt ihr machen. Je nachdem, wie wichtig es euch, saubere Finger zu behalten und, naja. Bei den Sprühköpfen gibt es Unterschiede. Ich habe jetzt hier den Sprühkopf drauf, der halt serienmäßig mit beigeliefert ist. Hier vorne die kleine Spritze hier, die kann man drehen und je nachdem, wie man dreht, ist der Fächer, also das ist kein Kreis, ne? Kreis, manche, die meisten sprühen Kreis. Ich habe eine Linie und entweder sprühe ich so oder so. Keine Ahnung, welche Auswirkungen das hat. Ich habe keine Ahnung von Sprühen. Ein bisschen Ahnung von Farbe habe ich. Acryllack, das war mir wichtig. Und ich werde jetzt, geschüttelt ist es, ich werde jetzt anfangen, ein, zwei dünne Schichten aufzutragen. Lieber mehrere dünne als eine dicke. Beim Dicken habt ihr das Problem, dass sich Nasen bilden, dass es, wenn es trocken ist, leicht wieder abplatzt und ihr einfach in der Regel viel zu viel Farbe verwendet. Und wenn ihr lossprüht, dann nicht direkt auf dem Material, sondern ihr fangt daneben an, sprüht los, einmal drüber und hört dann wieder auf. Lossprühen, rüberziehen, aufhören. So, und jetzt kommt der Punkt, Finger sind noch sauber. Ich drehe mal die Kamera ein Stückchen runter. Uwe, das ist für dich. Ich glaube, ich wollte das Fenster aufmachen. Ganz wichtig beim Sprühen auch, nicht nur von oben und von unten, sondern auch von vorne. Es ist total okay, wenn es ungleichmäßig ist, ne? Ihr wollt ja nachher auch ein Muster drin haben. Also müsst ihr gar nicht hier so High-End-mäßig darauf achten, dass wirklich alles gleichmäßig ist. Nur sollten halt keine Nasen auftreten. So, ich drehe den ganzen Klops mal. Sieht man noch ein bisschen was? Na, ein bisschen was seht ihr. Was mir bei der Rail hier gerade einfällt, ihr könnt auch, wenn ihr das also von allen Seiten oder gleichmäßiger haben wollt, denkt dran, dass ihr das mal aus einem Winkel und dann aus dem anderen Winkel ansprüht, damit ihr alle Kanten erwischt. So, dann habe ich mich. Die Rail mal auf dem anderen Winkel. Die Optik habe ich abgeschraubt, die wollte er so lassen, genauso wie den Tracer, den er sonst vorne dran hat. Das wollte er auch alles originalfarben lassen.
Wenn da mal irgendwo eine Nase rankommt, keine Panik, einfach ein bisschen was wegwischen und dann ganz entspannt wieder ein bisschen Farbe drauf. So. Was? Noch? Ich mach nicht an. Jetzt ist es draußen dunkel. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, ein bisschen. So. Wie gesagt, da kommen noch zwei andere Farben mit dazu. Deswegen muss das jetzt auch gar nicht so mega dick und kräftig sein. Das ist schon alles ganz gut. Und nachher, also ich lasse das jetzt alles trocken und den Used Look, den mache ich nachher, wenn alles fertig ist. Das Spiritus-Zeug, das löst halt den Acryllack wieder problemlos ab. Also ihr könntet theoretisch dann auch die ganze Waffe nochmal sauber machen, was natürlich eine Heidenarbeit ist, aber für diesen Used Look ist das, glaube ich, genau richtig. Irgendwas wollte ich noch machen. Ach so, ja, die Staubschutzkappe. Das Dust-Coverle. Mal gucken, wie wir den jetzt aufkriegen, ohne dass da viel kaputt geht. So. Da kommt auch noch ein bisschen Farbe dran. Ob du willst oder nicht, Uwe. Aber den sollten wir noch ein Stückchen zurückschieben. So. Gell? Sonst macht das ganze Tape keinen Sinn. In die Linse gucken, nicht auf den Monitor. Was ist denn da für eine Beschichtung drauf? Das ist ja spannend. Okay. Das reicht schon. So, irgendeine Beschichtung ist da drauf. Das oder doch noch irgendwelche fettigen Rückstände. Die Farbe hält da nicht so richtig gut drauf. Nur mal gucken. Zweiter Versuch. Ist das überhaupt auf der Kamera drauf? Ja, ist es auf der drauf. So. Da noch ein bisschen. Und dann haben wir es schon. Die erste Schicht. Oh, jetzt piept die Lampe. Hoffentlich nervt das nicht an dem Video allzu doll. Jetzt lege ich das gleich zum Trocknen hin und beim nächsten Mal geht es dann mit der nächsten Schicht weiter. Ich mache die Kamera mal ein bisschen hoch, so. Prinzipiell lohnt es sich bei den ganzen Sachen immer von den hellen Farben zu den dunklen zu gehen. Also ihr macht die große Fläche mit einer hellen Farbe und dann kommt die Schattierung drauf. Nicht so dicht, nicht so viel, sonst sieht man das nachher nicht mehr. Und ansonsten, ja, eure Kreativität bzw. eure Ambiente entsprechend. Wenn ihr viel in der Natur seid, nehmt Formen aus der Natur, nichts, was irgendwie gerade scharfe Kanten hat, sondern immer weiche Farbverläufe, Ecken, krumme Linien, schief. Wenn ihr raus in den Wald geht, guckt euch einen Busch an dann, oder guckt euch einen Baum an, wie die Äste, da wächst auch nichts gerade, das ist alles zickzack und kreuz und quer. Wenn ihr euch daran orientiert, seid ihr auf der sicheren Seite. Hier in diesem Fall wäre die nächste Farbe braun, sandfarben, RAL 8000. Die nächste Farbe ist bei mir RAL 8027. Alles in matt. Und das Oliv, wo wir gerade bei sind, ist RAL 6031. Ich hau das nochmal in die Beschreibung rein. Nur falls ihr euch daran orientieren wollt. So, jetzt zu meinem... das kommt zum Schluss. Ich habe mich hier erstmal für Konifern entschieden. Ich wollte eigentlich auch Farn nehmen, aber da, wo wir spielen, gibt es kein Farn, deswegen macht das keinen Sinn. Also Koniferen ist schon ein bisschen mehr.
Ich meine, bei meinem letzten Projekt hatte ich auch Kiefernadeln mit bei gehabt. Macht einfach, worauf ihr Bock habt. Ihr könnt auch das abtapen und Streifen machen oder ein Küchennetz, ein Schlauchschalnetz irgendwie da drüber packen, sprühen, einfach machen. Hier bei dem kann man das sehen, der ist schon ganz gut mit Farbe bedeckt. Den habe ich beim letzten Mal genommen, weil der halt nicht so dicht ist. Ne? Da sieht man eben auch noch die ganzen Details. Hingegen bei dem Modell, der wuchs direkt daneben, der ist so dicht, da glaube ich nicht, dass man da viel sehen wird. Deswegen lieber ein bisschen luftiger, dann sieht das nachher im Endeffekt auch besser aus. Und dann einfach weitermachen. So, Kamera wieder nach unten drehen. Und schon habt ihr ein Muster. Und das macht ihr jetzt einfach überall. Ein bisschen Abstand dazwischen lassen, ein bisschen Abstand dazwischen lassen, weil ja noch das Grün kommt. Einfach machen. Könnt natürlich auch das irgendwie schon so vorbereiten und hinlegen und dann einfach komplett mal mit Farbe drüber gehen. Ich mach's jetzt so. Wichtig bei den ganzen Sachen ist, wenn ihr so eine Schablone habt, direkt da drauflegen, dann werden die Details nachher besser sichtbar. Und jetzt seht ihr schon, wo die Reise hingeht. Wir haben jetzt so ein sandfarbenes, braunes Basismodell. Und da kommt dann nachher noch ein bisschen Grün dazwischen. So, ich drehe das Ganze wieder ein Stückchen, dass auch von oben ein bisschen Farbe drauf kommt. So, einmal hinstellen, dass er nicht umkippt. Evil. Könnt natürlich auch zwischendurch einfach mal so ein bisschen brauner mit dazugeben. Ne? Je ungleichmäßiger das Ganze ist, desto näher kommt es an den natürlichen Zustand des Waldes. Oh Gott, ich rede hier einen Blödsinn. So. Ein Streifen machen. Von unten auch ein bisschen, von vorne ein bisschen. Und wenn ihr die Sprühköpfe sauber machen wollt, damit sie nicht eintrocknen, über Kopf halten, ein bisschen sprühen, ein, zwei Sekunden, bis nur noch Luft rauskommt und dann reicht das völlig aus. So, jetzt noch ein bisschen Grün und dann sind wir gleich fertig. Und dann sind sie ungewöhnlich, ja. Könntet ihr natürlich auch irgendwie einen Stück aufhängen. Vielleicht stehen sie alles möglich. So. Ah ja, okay. Denk, so können wir es erstmal lassen. Sauber machen.
Ich bin jetzt erstmal soweit durch mit der Farbe. Ich lasse das Ganze jetzt trocknen und im nächsten Schritt nehme ich dann den Schwamm und Spiritus und mache so ein bisschen den Used Look. Ich hoffe, es ist nachher noch hell genug, dass ich die Kamera wieder anmachen kann. Ansonsten zeige ich euch dann das Endergebnis. Und noch weiß Uwe nicht, was er kriegt. Ich versuche, die Kamera laufen zu lassen, wenn Uwe das Ding auspackt und mal gucken, wie es ihm gefällt.